Entschuldigung, junge Frau. Die Schürze wechseln Sie bitte, ja? Ja, natürlich, Frau Lorenz. Sie denken dran, Reinhard mit D, nicht mit DT. Und mein Vater wird 80. Ausgerechnet heute hierher. Papa hat mich eingeladen. Wusstest du das nicht? Die Überraschung ist ihm gelungen. Tut mir leid, Manuela, ich wollte dich nicht überrumpeln. Gut siehst du aus, Schwesterherz. Du bist ja auch ganz in deinem Element, hm? Hast du Vater schon gesehen? Nein, wo ist er denn? In der Werkstatt. Katrin, reg ihn bitte nicht auf. Er ist nicht mehr so stark, wie er glaubt. Also, lass mal sehen. Ja. Sehr, sehr gut. Hier, nimm noch einen Millimeter weg. Na, sonst gut. Katrin. Du bist gekommen. Hallo, Papa. Ich bin froh, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ach, danke. Darüber freue ich mich. Das hier ist Daniel, Manuelas Sohn. Ist also Tante Katrin. Ich kenne dich ja nur von alten Fotos. Also nicht, dass du... Also du das ist schon halt, okay. Ja. Das ist okay. Vater, die Gäste sind da. Na ja. Wie siehst du denn aus? Oh, Mama, ich bin 18. Der schöne Anzug. Er ist so stolz. Aber er ist sehr krank. Papa war doch nie krank. Die Ärzte geben ihm nicht mehr viel Zeit. Hast du das nicht gewusst? Alle gesund. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Herr Lorenz. Und nochmals vielen Dank für Ihre großzügige Spende zur Sanierung unserer Orgel. Gottes Segen für Ihr neues Lebensjahr. Ja, den kann ich brauchen. August Westphal. Hallo. Wie lange ist das jetzt her? 18, 19 Jahre? Ja, so ungefähr. Komm, setz dich. Was ist denn mit der Hand passiert? Ach. Unter der Säge gelassen. Schon lang her. Bin in Rente. Aber ich bin jetzt Nachtwächter. Kann wohl nicht von eurem Schuppen lassen. Das ist nicht mehr mein Schuppen. Schon lang nimmer. War doch verständlich, dass du damals gehen musstest. Aber hat dein Vater es dir verziehen? Schaut so aus. Hallo, August, kommst du mal rüber? Der Alois ist auch da. Ja. Komm. Entschuldige. Matthias, hallo. Katrin. Ich habe gerade mit deinem Vater gesprochen.
Und wie läuft's in Amerika? Naja, es geht so. Und bei dir? Naja, ich hab's bis zum Dorfsheriff gebracht. Oh. Ich hol uns mal was zu trinken. Gern. Katrin, auf deine Rückkehr. Danke. Und wie fühlst du dich in der alten Heimat? Ein bisschen komisch. Vertraut und gleichzeitig fremd. Prost. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, du und Manuela? Seit 8 Jahren. Wir sind sehr glücklich und nebenbei auch ein gutes Team. Seid ihr verheiratet? Nein, sie will noch warten, bis es eurem Vater ein bisschen besser geht. Weißt du schon, wie lange du bleiben willst? Solange Papa mich da haben will. Prima. Oh, ich glaube, jetzt wird's offiziell. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Herzlichen Glückwunsch, lieber Reinhard Lorenz. Als Betriebsrat möchte ich mich auch im Namen aller Kollegen für die vielen Jahre der Fürsorge und der Treue zu unserer Belegschaft herzlich bedanken. Dies ist die Scheibe eines Baumes, der in jenem Jahr angepflanzt wurde, in dem Sie geboren wurden. Danke, mein Lieber. Dankeschön. Herr Bürgermeister, Herr Pfarrer, Betriebsrat Meier, liebe Kollegen, Freunde, ich bin froh und dankbar, dass ich diesen Tag gemeinsam mit euch erleben darf. Voller Stolz betrachte ich unser Sägewerk, das stark ist wie die Bäume in unseren Wäldern. Aber wahrer Stolz erfüllt mich zu sehen, dass das Werk in gute Hände kommt und die Zukunft gesichert ist, dank meiner Tochter Manuela und unserem Prokuristen Jens, meinem zukünftigen Schwiegersohn. Und nun ist seit langer Zeit meine jüngste Tochter Katrin. Ganz vorsichtig. Vorsichtig, ganz langsam. Reinhard, langsam. Ganz langsam. Ich mach das. Das ist nicht. Das ist nicht. Ruhig atmen. Alles. Ich wollte nur nach ihm sehen. Ich glaube, das war alles ein bisschen viel für ihn. Die Feier, deine Rückkehr. Hätte ich nicht kommen sollen. Papa hat mir nicht gesagt, dass es ihm so schlecht geht. Vater verbirgt so manches. Komm, lass uns schnell dein Bett beziehen. Nein, lass mal. Ich habe mich schon lange auf eine Nacht in der Jagdhütte gefreut. Das war ja immer dein Hexenhaus. Nimm dir einfach den Firmenjeep. Du weißt ja, wo die Schlüssel sind. Ja. Ihnen. Ein 14-Ender. Sein kapitalen Hirschnatter, der alte Lorenz, seit Jahren nicht geschossen. Ja, offenbar war das Tier schlauer als wir. Bei der Feier hat er nicht gut ausgesehen. Den Herrn Lorenz, meine ich. Jetzt habe ich den überhaupt noch nie gesehen. Er will auch nicht, dass man den so sieht. Verstehen Sie das?
Wir machen erstmal Rast. Am besten oben an der Hütte. Oh mein Gott. Das ist Katrin. Gott, Frau Lorenz, ich bin der Notarzt. Verstehen Sie mich? Ja. Wie viele Finger sehen Sie? Zwei. Bringen wir es ins Auto. Eins und auf. Katrin, mach dir keine Sorgen, ich rufe sofort zu Hause an. Jens. Sie hat ein ziemliches Glück gehabt. Ohne den Ost da oben wäre sie jetzt tot. Ihre Tochter hat wirklich einen Schutzengel. Bei dem Sturz nur Prellungen und Abschürfungen. Kein Knochenbruch. Wegen Verdachts auf Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma müssen wir sie heute noch zur Beobachtung hier behalten. Kann man sie sehen? Kind, was machst du für Sachen? Ich hatte ja noch Glück, dass Jens so früh unterwegs war. Ja, Gott sei Dank. Aber warum musst du auch nachts auf den Felsen gehen? Du weißt doch, wie brüchig die Kante ist. Es war aber nicht die Kante, Manuela. Was dann? Ich bin gestoßen worden. Dann bis später. Ja, ich fahre in die Firma. Was sagst du zu Katrins Geschichte? Sie hatte schon immer eine blühende Fantasie. Warum sollte sie lügen? Ich sag ja nicht, dass sie nicht abgestürzt ist. Was du meinst? Die Zeit in Amerika. Das war bestimmt kein Zuckerschlecken für sie. Sie ist über 40, hat keinen Mann, keine Kinder. Ich weiß nicht, ob sie damit glücklich ist. Da macht sie den weiten Weg, um sich hier? Ich weiß es nicht. Ich versuche ja nur, mir einen Reim drauf zu machen. Diagnose bayerischer Dickschädel. Die kommen immer durch. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Sag mal, bist du dir sicher, dass... Es war kein Unfall. Jemand hat versucht, mich zu töten. Wir hatten unseren letzten Mord hier vor 12 Jahren. Und kannst du jetzt beweisen, was du drauf hast? Also gut. Was ist passiert? Ich bin raufgefahren zur alten Jagdhütte. Es war so schön, da bin ich nochmal hoch auf den Felsen. Ich wollte über alles nachdenken. Und dann auf einmal... Ja? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe auch niemanden gehört. Ich habe noch plötzlich gespürt, dass jemand da ist. Ja, du meinst, es war ein Mann? Es hätte auch eine Frau sein können. Und dann? Bevor ich mich umdrehen konnte, wurde ich gestoßen und bin abgestürzt.
Ich war wahrscheinlich eine Weile bewusstlos. Und als ich aufgewacht bin, dann saß ich da jedenfalls fest. Hör zu. Es war dunkel. Du hast nichts gesehen. Du hast was getrunken. Aber ich war nicht betrunken. Aber auch nicht ganz nüchtern. Schau dir meine Blutwerte an. Matthias, meine ganze Familie hält mich für verrückt. Bitte nicht du auch noch. Jedenfalls hat der Junge keine Angst, sich die Hände schmutzig zu machen. Ja, die Mitarbeiter mögen ihn. Was meinst du? Warum hat dein Vater Katrin zurückgeholt? Du weißt doch, es war immer sein Traum, dass Katrin und ich die Firma gemeinsam leiten. Also dann drei Geschäftsführer? Jens, ohne dich würde ich niemals meinen Sohn großziehen und auch noch das Werk führen können. Auf dich will ich nicht verzichten. Vielleicht möchte sich Katrin ja gar nicht an die Firma binden. Aber wenn er stirbt, wird sie ihr Erbteil verlangen. Steht ihr auch zu. Wir müssen sie auszahlen. Das kannst du vergessen bei der Wirtschaftslage. Wir kriegen keinen Kredit mehr. Wir haben zu viel in die Modernisierung gesteckt. Obwohl, wir könnten Anteile verkaufen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Dann gehen wir pleite. Das kann Katrin doch nicht wollen. Dich so, dass er dich hier runterstößt. Was heißt hier keine Anhaltspunkte? Es gibt keine Tatortspuren, es gibt keine Zeugenaussage. Das Opfer hat nichts gesehen, die äußeren Umstände. Verstehe. Deine Schwester. Deine Schwester zum Beispiel würde alles erben. Manuela würde sowas niemals tun. Jens Mattern vielleicht. Der hat mich doch gerettet. Katrin, ich will dir glauben. Ich will dir helfen. Ja, dann hilf mir erstmal auf. Die Polizei bringt Katrin nach Hause. Meinst du, er glaubt dir diese Geschichte? Katrin, wieso bist du nicht im Krankenhaus? Ich will nur meine Sachen holen. Was heißt das? Willst du abreisen? Manuela, jemand hat versucht, mich umzubringen und keiner glaubt mir. Habe ich eine Wahl? Wo sind meine Sachen? In deinem Zimmer. Wiederschön. Verlässt uns also. Wieder mal. Nein. Ich werde so lange da bleiben, bis ich weiß, wer mich töten wollte.
Na, mein Junge? Daniel, sagst du das nächste Mal Bescheid, wenn du nicht zum Essen kommst? Was ist denn los? Nichts. Du hast doch was. Was ist denn mit dir? Was soll denn schon sein? Was liegt dir denn auf der Seele? Nichts. Alles in Ordnung. Ich habe ihn gesehen. Wen? Mein Vater. Christian ist hier? Er hat mich an der Eisdiele angesprochen. Plötzlich stand er einfach da, wollte mit mir reden, sagte er. Aber ich wollte nicht. Ich konnte nicht. Ich bin einfach weggerannt. Mama, er trägt es nicht, wenn ich auch nur seinen Namen sage. Sie dermaßen abgezockt und verlassen. Er hat doch dich verlassen. Wie lange hast du ihn nicht mehr gesehen? 10 Jahre? Niemand kann dir verbieten, deinen Vater zu treffen. Ihr wart doch ganz früher mal zusammen, oder? Könntest du nicht mal mit ihm reden? Ich überleg's mir, okay? Danke. Schlaf gut. Du auch. Warum hast du mir eigentlich nicht erzählt, dass du Katrin eingeladen hast? Nach allem, was zwischen euch passiert ist, hatte ich das Gefühl, dass du dagegen wärst. Du möchtest, dass sie wieder in die Geschäftsleitung einsteigt. Und du hast dir gedacht, dass mir das nicht recht ist. Stimmt's? Vater, ich habe hier 20 Jahre geschuftet, verzichtet und alles getan, was du von mir verlangt hast. Katrin hat jede Verantwortung abgegeben und nur für sich gelebt. Und jetzt holst du sie zurück und tust, als ob das alles nicht zählt. Manuela, deine Schwester ist wieder da. Das ist ein Grund zur Freude. Du hast viel geleistet. Ich bin dir mehr als dankbar. Aber du musst die ganze Verantwortung nicht allein tragen. Und was ist mit Jens? Sollen wir die Firma zu dritt führen? Vater, nach all dem, was Jens für uns getan hat, wir sind ihm verpflichtet. Bitte einigt euch. Weißt du, dass Christian wieder in der Stadt ist? Was will der hier? Er wagt es. Schlüssel haben. Danke. Christian? Ich habe bei meiner Rückkehr einiges erwartet, aber dich ganz bestimmt nicht. Ich hab schon gehört, was mit dir passiert ist. Spricht sich ja schnell rum hier. Wie geht's dir?
Entschuldige das bescheidene Ambiente. Das ist das erste Haus am Platz. Was willst du hier? Setz dich da erstmal hin. Was willst du hier, Christian? Du kannst das einfach nicht vergessen, oder? Was? Dass du mich damals während unserer Verlobung mit meiner Schwester betrogen hast? Dass du sie geheiratet hast? Oder dass du in die Firma eingestiegen bist und ich gehen musste, weil ich euer junges Glück nicht ertragen konnte? Katrin, ich geb's ja zu. Ich weiß, ich habe mich beschissen aufgeführt damals. Ich hatte einfach nicht den Mut, mit dir zu reden. Aber ich bitte dich, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Das Schlimmste war, dass mein Vater mit mir gebrochen hat. Als ich gegangen bin. Ich habe Manuela damals wirklich geliebt. Und Daniel. Aber vielleicht ist es ja eine Genugtuung für dich, dass mein Glück auch nicht lange gedauert hat. Wie geht's denn, Manuela? Warst du im Wald? Und wenn? Bist du mir zur Hütte gefolgt? Was soll das denn? Bist du bescheuert? Daniel! Kommst du mal bitte? Daniel, ich weiß, dass dein Vater in der Stadt ist. Ich habe ihn nicht getroffen. Jedenfalls nicht richtig. Verstehst du, warum ich nicht möchte, dass ihr euch seht? Weil er ein Lügner ist. Weil Christian alles tun und alles sagen würde, um zu bekommen, was er will. Und was er will, ist uns zu schaden. Daniel, ich möchte nicht, dass er dir wehtut. Aber ich vermisse ihn doch so. Ich weiß, mein Schatz. Weißt du, ich wollte Katrin ja erst nicht glauben. Aber ich fürchte, dass es Christian war, der Katrin vom Felsen gestoßen hat. Ich bin wegen Daniel hier. Ist dir plötzlich eingefallen, dass du Vater bist? Ich will nur mit ihm sprechen. Er ist jetzt alt genug. Kann sich auch mal meine Geschichte anhören. Kann selbst entscheiden, was er glauben will. Die Unterschlagung hat dein Vater mir angehängt, um mich aus dem Haus zu kriegen. Es hieß für mich, entweder ich verschwinde und sehe meinen Sohn nicht wieder oder er zeigt mich an. Warum bist du dann abgehauen, wenn du unschuldig warst? Das konnte ich ja nicht beweisen. Ich wäre hinter Gittern gelandet, du kennst doch deinen Vater. Und als Manuela mir dann auch nicht mehr geglaubt hat, ich meine, was sollte ich denn da machen? Daniel hat mich gebeten, ein Treffen mit dir zu arrangieren. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich bin hier. Du kennst dich aus. Das ist hervorragender Stahl. Hast du mir beigebracht, Papa? Manuela hat mir gesagt, wie es um dich steht. Ich war nie krank. Und nun habe ich alle Leiden auf einmal bekommen. Vielleicht bin ich beim lieben Herrgott in Ungnade gefallen. Das ist doch Quatsch, Papa.
Das ist ja nicht so wichtig. Erzähl doch mal. Erzähl mal, wie hast du gelebt? All die Jahre. Naja, gelebt eben. Ja, überlebt. Die Jahre sind einfach so vergangen. Wie ich hier weg bin, da hatte ich jede Menge Pläne und Ideen. Aber keine davon ist aufgegangen. Katrin, du hättest bleiben und mit Manuela das Werk nach mir weiterleiten sollen. Nachdem sie meine große Liebe geheiratet hatte? Papa, wenn ich nach so einer Demütigung einfach hätte weitermachen können, dann wäre ich nicht deine Tochter. Und du? Du hast mir einfach die Tür vor der Nase zugeschlagen. Weil ich deinen Lebensplan nicht erfüllen konnte. Ich wollte das Beste für das Werk. Aber das war nicht das Beste für deine Tochter, Papa. Christian Bergmann? Ja? Sind Sie nicht der Sohn von August Westphal? Hat Katrin Lorenz Sie geschickt? Warum sollte sie? Vielleicht, weil sie denkt, dass ich sie da runtergestoßen habe. Und? Haben Sie? Warum sollte ich ihr was antun? Um Rache an ihrem Vater zu nehmen. Immerhin hat er vor 10 Jahren entdeckt, dass sie ihm eine 500.000 unterschlagen haben und sie dann zum Teufel gejagt. Dafür habe ich auch gebüßt. Ohne dass ich es getan habe. Ein Grund mehr, sich an Reinhard Lorenz zu rächen. Ich war hier im Hotel. Kann das jemand bezeugen? Fragen Sie doch diese nette junge Dame da. Grüß Gott. Und? Hast du ihn getroffen? Ja. Wie ist er denn so? Ich bring dich morgen hin. Gute Nacht. Gute Nacht. Katrin, kannst du morgen mal im Büro vorbeikommen? Ich muss was mit dir besprechen. Ja, klar. Schlaf gut. Du auch. Was gibt's denn? Lass uns nicht lange drum herum reden. Vater hat dich zurückgeholt, damit du wieder in die Geschäftsleitung einsteigst. Vielleicht nicht nur deswegen, aber ja, es scheint ihm wichtig zu sein. Jon, wie denkst du darüber? Was denkt ihr denn darüber? Ganz ehrlich? Wir sind in all den Jahren hier in der Firma auch ganz gut ohne dich zurechtgekommen. Katrin, bitte nicht falsch verstehen. Tue ich nicht. Und ich werde mich nicht einmischen, wo ich nicht erwünscht bin. Katrin, dieses Papier regelt die Auszahlung deines Erbteils in Form einer monatlichen Summe. Dazu kommt noch eine Gewinnbeteiligung. Wir glauben, das ermöglicht dir doch ein recht komfortables Leben. Und wo ist der Haken? Niemand will dich übervorteilen, Katrin. Du verzichtest lediglich auf Teilhabe an der Geschäftsleitung. Warum soll ich das unterschreiben? Katrin, wenn du nach Vaters Tod auf die Auszahlung deines Anteils bestehst, dann müssen wir den Mehrheitsanteil verkaufen oder wir gehen bankrott. Das will ich auf keinen Fall. Also dann? Ich kann das nicht. Warum nicht? Zuerst will ich wissen, was auf dem Felsen passiert ist. Katrin, das ist nicht dein Ernst. Also wenn überhaupt eine Infrage kommt, dann kann es doch nur Christian sein. Moment mal, ihr traut doch mir zu, dass ich aus reiner Geldgier Papas Vermächtnis zerstören würde. Ich sag ja nicht, dass ihr irgendwas mit meinem Sturz zu tun habt. Aber ich kann das jetzt noch nicht unterschreiben. Es tut mir leid. Wir sehen uns später. Thank you.
hab's gewusst. Ich kenne sie. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Wir sind für dieses Werk verantwortlich. Und wir werden dafür kämpfen. Womit verdiene ich die Ehre, dass du mir deine Aufwartung machst? Du verdienst gar nichts. Ich will wissen, was du vorhast. Was glaubst du denn? Dass du dich rächen willst wegen irgendeiner Ungerechtigkeit, die ich dir zugefügt haben soll. Und weil du feige bist, gehst du auf meine Familie los. Dazu hätte ich ja vielleicht sogar einen Grund, nach dem, was du mir angetan hast. Du weißt ganz genau, ich habe dir nicht einen Cent gestohlen. Das Geld war auf deinem geheimen Konto. Dafür hast du gesorgt. Das ist doch lächerlich. Du hast mich nie als deinen Schwiegersohn akzeptiert. Dass ich Manuela anstelle von Katrin geheiratet habe, das hast du mir nie verziehen. Und in deinem Betrieb konnte ich dir auch nichts recht machen. Aus deinetwegen sollte ich meine eigenen Bücher manipulieren. Ich hätte dich einfach entlassen. Das hätte Manuela nicht verstanden. Nein, nein, du hast schon einen Grund gebraucht, um hier loszuwerden. Verschwinde aus meiner Stadt. Deine Stadt? Ein Wort von mir. Und niemand vermietet dir auch nur eine Hundehütte. Verkauf dir auch nur einen Schluck Wasser. Die Zeiten sind leider vorbei, mein Lieber. So wie das hier aussieht, brauchen die jeden Gast. Wenn du dich noch einmal meiner Familie näherst, mach ich die fertig. Herr Bergmann will die Rechnung. Komm, lass uns woanders hingehen. Nein, nein. Hier ist es gut. Ja. Du willst nicht mit mir gesehen werden. Das ist schon in Ordnung, das verstehe ich. Das ist es nicht. Deine Mutter und dein Großvater. Das ist schon gut. Ich will mich da gar nicht dazwischen drängen. Warum tust du es dann? Ich tue das nicht. Komm, setz dich da erstmal hin. Ich will nur, dass du mir zuhörst. Ich wusste nicht. Spielst du mit sowas? Hab meine leider gerade im Internet vertickt. Aber danke. Dann setz dich doch. Wie geht's denn in der Schule? Machst du jetzt bald Abitur, oder? Weißt du schon, was du danach vorhast? Studieren oder steigst du in den Betrieb ein? Den Betrieb, den du bestohlen hast? Das habe ich nicht getan. Ach ja? Dann sind wohl alle anderen Lügner, oder was? Hast du Katrin vom Felsen gestoßen? Nein. Warum wolltest du mich nicht? Daniel,
Das darfst du nicht denken. Ja, warum hast du denn diese ganze Scheiße gebaut? Ich habe nichts gemacht. Verdammt. Wo warst du all die Jahre? Schau mal. Ich musste weg. Ich konnte damals nicht hier bleiben. Weil deine Mutter, die hat... Hör doch auf! Weißt du, ich bin nicht stolz darauf, so wie ich jetzt hier vor dir sitze. Die letzte Zeit, die war alles andere als gut. Warum bist du überhaupt gekommen? Weil du das Beste bist, was mir je in meinem Leben passiert ist. Mit 16 zu einem romantischen Dinner eingeladen. Und das war eine Bratwurst auf dem Schützenfest. Also raus mit der Sprache. Das ist doch kein Date. Nein, das ist eher eine etwas zweckgebundene Vernehmung. Also im Schnelldurchlauf. Vor über 20 Jahren verlobst du dich mit Christian Bergmann, aber der betrügt dich mit deiner Schwester. Als die mit deinem Neffen schwanger ist, heiratet er Manuela und steigt in die Firma ein. Und du aus. Dein Vater verzeiht dir das nicht. Du verlässt deine Heimat und gehst in die USA. Und worauf willst du hinaus? 10 Jahre später wird Christian Bergmann der Unterschlagung bezichtigt. Reinhard Lorenz jagte mit Schimpf und Schande aus dem Ort. Christian schlägt sich mehr schlecht als recht durch. Und plötzlich ist er wieder da. Und du stürzt vom Felsen. Glaubst du mir also doch? Na, sagen wir so, das Erscheinen von Christian Bergmann verändert die Sachlage. Er hat zwar ein Alibi, aber auch ein sehr starkes Motiv. Ich habe ihn getroffen. Ich weiß. Er hat mir gesagt, dass er mit meinem Sturz nichts zu tun hat. Ich habe ihm geglaubt. Der Bergmann muss ein sehr, sehr guter Lügner sein. Schließlich hat er dich und deine ganze Familie jahrelang zum Narren gehalten. Das Werk kann ruhig mal eine Stunde ohne mich auskommen. Oh, danke, Ilse. Ach, Daniel, ich soll dich übrigens von unserem Nachtwächter grüßen. Wie kommt er denn darauf? Offenbar hat dein Sohn gestern eine freiwillige Nachtschicht eingeschoben. Ja, schon. Was hast du denn so spät noch im Büro gemacht? Ich wollte schon mal mit dem Fragebogen zur Holzstaubbelastung anfangen. Der wird doch erst im Herbst fällig. Ich konnte nicht schlafen, da habe ich gedacht, beginne ich halt mal. Also jedenfalls, Westphal ist ganz begeistert von dem Jungen. Meint bitte mal ein würdiger Nachfolger für dich. Das würde mich sehr freuen. Mich hat er gewarnt. Wollte ich bloß im Auge behalten. Sag mal, was wolltest du im Büro? Ja, ich wollte doch den... Holzstab, schon klar. Das hat was mit deinem Vater zu tun, oder? Sag schon, was wolltest du da? Beweise für seine Unschuld finden. Hat er dich drum gebeten? Hat er? Ich sollte für ihn die Buchführung kopieren. Aber die Daten von damals sind noch auf Diskette gespeichert und dafür habe ich gar kein Laufwerk mehr. Ich hatte ja nur diesen Stick dabei. Plötzlich stand der alte Westphal in der Tür. Zum Glück hat er gedacht, ich mache Überstunden. Naja, aber ich musste trotzdem ohne die Daten abziehen. Du kannst nicht einfach... Katrin, ich wurde mein halbes Leben lang belogen.
Und ich weiß nicht, ob von meinem Vater oder meinem Großvater. Tu das nicht. Christian ist... Was? Du glaubst, dass er dich umbringen wollte? Dass er uns anlügt und mich in seine Rachepläne hineinzieht, oder? Ich weiß es einfach nicht. Eben. Sag mal, bist du bescheuert? Du kannst doch Daniel nicht in deinen ganzen Mist reinziehen. Der steht jetzt zwischen allen Freunden und verzweifelt. Ich habe nur mit ihm gesprochen. Seine Entscheidung, was er dann macht. Genau das ist ja das Problem. Er hat jetzt schon was gemacht. Er hat das Büro in der Firma durchsucht. Und? Hat er was gefunden? Die Buchhaltung von damals. Er ist fast erwischt worden. Katrin, jetzt mach mal halblang. Dass ich hergekommen bin, um mich zu rächen, das glaubst du aber selber nicht. Und dann ausgerechnet an dir. Hast du dir mal überlegt, was wäre, wenn ich die Wahrheit sage? Du kannst nur versuchen, das rauszufinden. Und wenn du es für Dini tun willst, dann tu es wenigstens für Daniel. Eine Frage. Und zwar, wo soll ich denn jetzt eigentlich gleich mit dem Schnittholz hin? Was machst du denn hier? Hallo. Ich dachte, wir sollten mal reden. Nur wir zwei. Aha. Worüber? Naja, du wirst doch jetzt mein Schwager und... Ich dachte, wir sollten unsere Bekanntschaft mal wieder auffrischen. Du glaubst bestimmt, ich heirate Manuela nur des Geldes wegen, oder? Ist das so?
Natürlich. Warum denkt ihr beide eigentlich, dass ich mich nur für Geld interessiere? Ja. Wahrscheinlich drehen wir hier alle ein bisschen durch, weil es mit deinem Vater zu Ende geht. Katrin, bitte. Wir versuchen wirklich alles in Reinhards Sinne zu regeln. Er hat dich damals kurz nach dem Tod deines Vaters eingestellt, richtig? Hat er. Ich war Stift, gerade mal 17 Jahre alt. Reinhard hat mich immer wie ein Sohn behandelt. Wegen ihm habe ich mein ganzes Leben hier im Werk verbracht. Hätte natürlich nie träumen lassen, dass seine Tochter mich eines Tages mal lieben wird. Katrin, ich kann deinem Vater leider nicht mehr helfen. Aber eins verspreche ich dir. Sein Lebenswerk werde ich verteidigen. Gegen jeden und um jeden Preis. Kannst du ganz sicher sein. Schön. Bis dann. Bis dann. Bewegungen nach dem Konto, das angeblich ich eingerichtet habe. Das ist ein ordentlicher Zahlenboost. Aber damit kann ich beweisen, dass ich reingelegt worden bin. Ich gebe die Daten an einen Sachverständigen. Der soll damit nachweisen, dass ich mit diesen ganzen gefälschten Rechnungen nichts zu tun habe. Das würde heißen, du hast deine Kontoeröffnung unterschrieben, ohne es zu merken? Ja, anders kann ich es mir nie erklären. Mein Vater hätte so eine Datenverarbeitung nie hinbekommen, selbst wenn er es gewollt hätte. Der Großvater konnte eh nie mit Computern umgehen. Aber vielleicht hat er jemanden gehabt, der ihm geholfen hat. Jens? Der hat sich die ganzen Jahre an dem Werk abgeschuftet, um da was zu werden. Und plötzlich saß ich als Juniorchef vor seiner Nase. Das wäre schon ein Grund. Ja, aber nur weil die Disketten in seinem Büro lagen, heißt das ja nicht, dass er mit drin hängt. Das stimmt. Ich muss jetzt jedenfalls mit Manuela sprechen. Ich muss mit dir reden. Reden? Jetzt willst du reden? Ich war gerade bei... Darüber, warum du unsere Familie zerstörst? Was? Warum hast du nicht mit mir geredet, bevor du Christian mit Daniel zusammengebracht hast, hinter meinem Rücken? Er hat mich darum gebeten. Katrin, wie konntest du? Manuela, es ist sein Vater. Schöner Vater. Der mich nur geheiratet hat, um an das Firmengeld ranzukommen. Ich will nicht, dass er Daniel auch noch belügt. Geht es dir jetzt um deinen Sohn oder darum, Christian leiden zu sehen, hm? Ich verstehe dich nicht. Dich hat er doch auch betrogen. Ja, mit dir. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie ich mich damals gefühlt habe, als ich herausgefunden habe, dass du was mit Christian hast? Du warst meine große Schwester, ich habe dich angebetet. Glaubst du, ich wollte alleine bleiben? Glaubst du, ich wollte nicht auch einen Sohn wie Daniel? Ich war nicht mehr fähig, irgendjemandem zu vertrauen. Ich war 20 Jahre ohne Familie. Ich will diese Familie nicht zerstören. Ich will, dass wir wieder eine Familie werden. Das war ungerecht. Ich habe das nicht so gemeint. Entschuldige. Katrin. Manuela, kommst du mal bitte? Entschuldige. Ich lasse über den ganzen Vorgang ein Gutachten erstellen. Dann hast du einen Beweis in der Hand. Was du damit machst, entscheidest ganz alleine du. Ja? Ich wollte nur, dass du es weißt. Okay. Ich werde wieder fahren. Morgen früh. Aber wenn du mich brauchst, bin ich immer für dich da. Thank you.
Christian, aber doch nicht nach allem, was du getan hast. Das muss ein Ende haben. Christian, hör mal zu, ich möchte dich sehen, und zwar heute noch. In einer halben Stunde, um 11:30. Du irgendwo, wo wir ungestört sind. Wo? Im Stadtpark. Ist in Ordnung. Bis gleich. Der Kommissar? So spät noch unterwegs? Bei so einem Sauwetter? Ich war mir nicht sicher, ob ich Sie hier finde oder im Zimmer von Herrn Bergmann. Na, dann ist das ja heute Ihr Glückstag. Ja, und der ist jetzt leider schon fast vorbei. Ja? Na, gehen's. Es ist doch nie zu spät, um jemandem seine Liebe zu schwören. Das wäre aber jetzt ein Meineid. Und auf den steht ein Jahr Gefängnis. Mindestens. Ohne Vorstrafe. Weiß der Händel wird eigentlich von Ihrer Bewährungsstrafe? Was meinen Sie jetzt? Ach, Frau Hofer, ich habe mir erlaubt, ein bisschen nachzuforschen. 8 Monate auf Bewährung, weil Sie dem letzten Chef in Österreich drüben zu tief in die Tasche gegriffen haben. Das war so eine hundsgemeine Unterstellung, ich war unschuldig. Es war die Wirtin, die mir das angehängt hat, diese eifersüchtige Trutschen. Da war das Gericht aber ganz anderer Meinung. Also, sind Sie sich noch sicher, dass Sie in besagter Nacht mit Herrn Bergmann zusammen waren? Und jetzt überlegen Sie sich ganz genau, was Sie mir erzählen. Ich habe einen Nachtspaziergang gemacht. Zum Schlafen habe ich noch so viel Zeit. Wolfsstunde. Als ich damals vom Flugzeugabsturz eurer Mutter erfuhr, da habe ich nur an eins gedacht, meine Kinder. Dass ich euch immer beschützt habe. Dass ich euch ein guter Vater war. Was erwartest du? Dass ich jetzt Nein sage? Wir brauchen dich. Immer noch. Kathrin, ich habe zu viele Fehler gemacht, die nicht wieder gut zu machen sind. Was meinst du damit? Ich bin doch noch schon früher gestorben. Es donnert und blitzt. Aber es regnet nicht.
Deswegen war er heute Nacht nicht im Hotel. 9 mm Parabellum. Aufgrund der Austrittsspuren tippe ich auf eine alte Wehrmachtspistole. Eine alte Luger oder sowas. Ja, danke. Matthias, was machst denn du hier schon so früh? Hallo. Sind Daniel und seine Mutter da? Gibt's Neuigkeiten? Bring mich zu ihnen. Herr Lorenz? Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihr Vater Christian Bergmann tot aufgefunden wurde. Er wurde erschossen. Nach ihm sehen. Es tut mir leid, aber ich muss Sie bitten, mir Ihren Waffenschrank zu zeigen. Andere Waffen im Haus? Alle registrierten Gewehre sind in dem Schrank. Ich meine Handfeuerwaffen, ältere Modelle. Vielleicht eine Wehrmachtspistole? Ist Christian mit so einer Waffe erschossen worden? Ich hatte mal eine alte Luger von meinem Vater, längst verkauft an einen Sammler. Wer außer Ihnen hat noch Zugang zu diesem Schrank? Ein Forstverwalter, meine Töchter und Jens Matter, ein passionierter Jäger. Wo waren Sie gegen Mitternacht? Zu Hause. Allein? Nicht an, Katrin. Sie haben ihn verachtet. Sie haben alles getan, um ihn loszuwerden. Du hast ihn doch auch gehasst. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gehasst. Er hat mir nur noch leid getan. Wir haben meinen Vater erschossen. Wäre er doch nur weggefahren. Warum ist er nicht einfach weg? Möchtest du? Eigentlich müssen wir uns jetzt sitzen, weil das eine offizielle Vernehmung ist. Ist das wirklich nötig? Warum bist du so nervös? Weil es stattbekannt war, dass ich auf Christian nicht besonders gut zu sprechen war. Das macht mich doch verdächtig, oder? Hast du ihn umgebracht? Nein! Der letzte Anruf auf seinem Handy war von dir. Ungefähr eine Stunde vor seinem Tod. Ja.
Worüber habt ihr gesprochen? Ich wollte ihn treffen. Und hast du? Was? Ihn getroffen? Ja. Wo? Im Stadtpark. Warum? Ich habe ihm Geld angeboten. Geld? Wie viel? Wofür? Damit er die Stadt verlässt und nicht wiederkommt. Offensichtlich hat er dein Angebot nicht angenommen. Nein, hat er nicht. Warum nicht? Er hat gesagt, er braucht mein Geld nicht. Nein, er wollte es nicht. Das müssen ja mindestens 50.000 Euro sein. Er hat gesagt, das sei unnötig. Dass er von sich aus geht und nicht wiederkommt. Und er hat nichts von mir angenommen und nichts von mir verlangt. Was hast du getan? Ich habe mich schäbig gefühlt und bin gegangen. Matthias! Wie geht es Daniel? Er ist entsetzt. Und wütend. Er sucht einen Schuldigen. Ja, ich auch. Hast du schon einen Verdacht? Wo warst du denn heute gegen Mitternacht? Ich war im Haus. Ich habe geschlafen. Allein nehme ich an. Ich hatte keine Zeugen, wenn du das meinst. Aber ich hatte auch kein Motiv. Naja, wenn er versucht hat, dich umzubringen. Nein, ich habe ihm sogar geholfen zu beweisen, dass er die Unterschlagung nicht begangen hat. Was ist los? Ich habe Daten aus der Firma beschafft, die angeblich zeigen, dass damals jemand anderes die Bücher manipuliert hat. Und diese Daten sind auf einem USB-Stick. Den müsstest du bei Christian gefunden haben. Bergmann hatte sowas nicht dabei. Dann hat ihn jetzt sein Mörder. Du meinst also, der wahre Betrüger von damals hat ihn umgebracht? Und wer soll das sein? Jens Mathe? Die Originaldiskette ist in seinem Büro. Du solltest sie dir beschaffen. Ja, Schatz, ich muss Schluss machen. Ruf zurück, ja? Grüß Gott. Hallo. Ich vermute, Sie haben die schreckliche Nachricht erhalten. Ja, meine Verlobte hat es mir gerade erzählt. Ich habe eine Bitte an Sie, Herr Mattern. Gerne. Ich brauche eine Diskette. Buchhaltung 2000 bis 2003. Haben Sie einen Durchsuchungsbeschluss? Ich bitte Sie als besorgten Bürger, meine Ermittlungen zu unterstützen. Warum sollte ich Ihnen denn helfen? Sie verdächtigen doch Manuela. Weil ich dann vielleicht ihre Unschuld beweisen kann? Also gut, die Disketten sind im Archiv. Ich werde mich darum kümmern, gleich morgen. Wo waren Sie gestern um Mitternacht? In meiner Wohnung, hab geschlafen, allein. Mhm. War's das? Ja, danke schön. Wieder schon. Vater Jens ist auf dem Weg. Was geht in dir vor? Wenn man glaubt, man hat alles gesehen, kennt die Menschen, weiß ja ungefähr, was an ihnen vorgeht, aber letztlich kann man nur einem vertrauen. Wem? Der Familie. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich möchte, dass du dich mit Katrin versöhnst.
Manuela, bitte. Ihr müsst zusammenhalten. Das ist mein einziger Wunsch. Das ist Jens. Lass ihn eben rein. Vater ist im Arbeitszimmer. Ja. Reinhard. Wie trägt es Daniel? Schwer, aber er ist ein Lorenz. Jens, wie lange bist du jetzt bei mir? Fast 30 Jahre. Fast 30 Jahre. Du weißt, ich habe deinen Vater sehr geschätzt. Ich sah ihn immer in dir. Ich war mir sicher, dass aus dir etwas Besonderes werden würde. Danke, Reinhard. Ich habe dir alles anvertraut. Erst die Sägen, dann die Buchhaltung, dann meine Firma, sogar meine Tochter. Ja, ich weiß das sehr zu schätzen. Warum betrügst du mich dann seit 10 Jahren? Was? Streit es nicht ab. Du machst dich nur noch kleiner. Ich habe geglaubt, dass du Manuela ein guter Mann sein und mein Lebenswerk erhalten wirst. Aber du hast die Ehe meiner Tochter zerstört. Und Daniel seinen Vater genommen. Du bist ein Lump. Du wolltest Christian doch auch loswerden. Ja, weil er schwach war. Aber nie hätte ich geduldet, dass man Christian zum Betrüger stempelt und ruiniert. Doch du fälschst meine Bücher! Und machst mich glauben, er hätte uns hintergangen! Du hast mich benutzt zum Narren gemacht! Jetzt pass mal gut auf. Alles, was ich in meinem Leben jemals getan habe, wirklich alles, das habe ich für das Werk getan. Reinhard, das habe ich nur für dich getan. Du lügst doch. Christian war für dich ein Hindernis auf dem Weg nach oben und zu meiner Tochter. Aber du wirst dafür büßen. Der gehört Daniel. Ich habe ihn von einem sterbenden Mann, der mit dem letzten Atemzug seine Unschuld beteuert hat. Ich habe deine Schandtaten darauf gesehen. Verschwinde. Komm nie wieder. Geh jetzt. Du hast ihn erschossen. Ja. Du hast mich zum Mörder eines Unschuldigen gemacht. Das habe ich nur getan. Ich konnte Christians Lügen nicht mehr ertragen. Aber er hat ja nicht gelogen. Nicht einmal. Ich werde nicht so enden wie Christian. Reinhard, wenn niemand erfahren soll, dass du einen Mord begangen hast, ändere dein Testament. Beschreib mir das Werk. Ich werde es in deinem Sinne weiterführen. Du kannst mich nicht erpressen. Ich bin ein toter Mann, der nichts zu verlieren hat. Doch. Die Liebe deines Enkels. Das sagst du nicht. Das sagst du nicht. Schieß. Was passiert dann? Dann kommen deine Töchter hier ins Zimmer. Und, Reinhard, was willst du denen dann erzählen? Bitte. Überschreib mir das Werk. Ich schwöre, ich werde dein Andenken bewahren. Ist gut so, alter Mann, ist gut so. Thank you.
warst es, nicht wahr? Du hast mich vom Felsen gestoßen. Ich habe das von Anfang an gewusst. Du bist nur gekommen, um alles kaputt zu machen. Katrin! Ich rufe nur schnell Matthias an. Großvater, setz dich. Komm, ich helf dir. Nein, nein. Ich muss mit dir reden. Junge. Ich auch noch, du Opa. Komm, ich hol deinen Arm. Daniel, warte. Tut mir so leid. Aber ich will in Wahrheit sterben. Wovon redest du? Ich werde die Polizei verständigen. Aber erst muss ich es dir sagen. Der Polizei ja was denn sagen? Nein. Das ist nicht wahr. Daniel. Sei ruhig, sei still, bitte. Ich habe deinen Vater getötet. Nein, aber doch nicht du. Sei still. Ich dachte, er wollte Katrin umbringen. Deine Mutter wäre die Nächste. Das ist nicht wahr. Hör auf! Ich wollte die Familie schützen. Aber es waren Jens Lügen. Du lügst doch! Du lügst! Du lügst! Daniel! Warte! Es war Jens, Manuela. Das ist die Wahrheit. Glaub mir doch. Hinterher. Ich erklär's dir auf der Fahrt. Da vorne rechts, da geht's zur Hütte. Dazu gehört viel Mut. Zu springen. Deswegen bist du doch gekommen, oder? Nein. Ich will allein sein. Daniel, dein Vater wurde erschossen. Und von wem? Von deinem Großvater. Also, jeder könnte jetzt verstehen, dass du Schluss machen willst.
Niemand wollte, dass das passiert, aber Herrgott noch mal, es ist passiert. Und du, was machst du jetzt? Willst du dich nicht rächen? Den alten Mann treffen, verletzen, dass sie mal richtig heimzahlen. Was willst du? Du hast die Wahl. Du bleibst schön hier. Alles, was ich immer nur wollte, war dieses Werk leiten. Nicht für mich, sondern für euch. Ist das zu viel verlangt? Ich frage dich, ist das zu viel verlangt? Wer außer mir hätte das machen sollen? Deine Mutter? Bestimmt nicht. Die kann das nicht. Und dann setzt sie mir Christian vor die Nase. Und nun? Was nun? Ich bin nicht euer Hündchen, was brav Männchen macht. Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Hey! Das ist ja noch viel besser. Sohn erschießt Mörder seines Vaters und dann sich selbst. Jens. Fliegen lassen. Ja. Danke. Danke. Nicht sprechen. Es ist vorbei. Ich rede. Beileid. Und wenn Sie Hilfe brauchen, dann wissen Sie, an wen Sie sich wenden können. Ich Was hast du denn jetzt vor? Keine Ahnung. Es gibt keinen Grund mehr für dich wegzugehen. Stimmt.
Aber ich glaube, ihr zwei schafft das sehr gut ohne mich. Thank you.